Leute, dieses Video müsst ihr unbedingt bis zum Ende gucken. Vor ein paar Wochen habe ich eine Nachricht von einem Zuschauer bekommen, der mich auf etwas hingewiesen hat, und das ist echt unglaublich. Wie einige von euch wissen, habe ich seit etwas mehr als einem Jahr einen Hund, so wie viele andere auch, den Henning. In jedem zweiten Haushalt gibt es mittlerweile Haustiere und die Tendenz ist steigend. Im Internet sind Tiervideos super beliebt und mittlerweile haben so viele Influencer Hunde, dass man denken könnte, es wird Werbung dafür gemacht, sich ein Haustier anzuschaffen. Der besagte Zuschauer hat mich gefragt, ob mein Hund denn gechippt sei, und ja, das ist er. Der hatte schon einen Chip implantiert, als ich den bekommen habe, das ist meistens so. Über diese Chips sollen Hunde und auch Katzen identifiziert und wiedergefunden werden, sollten sie mal abhauen. Das ist zumindest die offizielle Aussage. Denn wie ich erfahren habe, können diese Chips noch einiges mehr und das könnte missbraucht werden. Wenn man sich mal die Anzahl der Haustiere in deutschen Haushalten anschaut, sieht man im Jahr 2011 einen plötzlichen Anstieg. Wie kann das sein? Kaufen sich plötzlich von jetzt auf gleich deutlich mehr Menschen Hunde und Katzen? Interessant ist dabei auch, dass am 3. Juli 2011 die neue EU-Heimtierverordnung in Kraft trat. Das ist ein Gesetz, das von der EU beschlossen wurde und mit dem eine Chippflicht für Hunde und Katzen eingeführt wurde. Das bedeutet, Hunde und Katzen müssen einen sogenannten RFID-Mikrochip implantiert bekommen. Aber warum sollten Haustieren Mikrochips unter die Haut geschoben werden? Für die Identifizierung reichte vor 2011 noch eine einfache Tätowierung. Jetzt braucht man dafür auf einmal Mikrochips? Aber wie funktioniert dieser Chip, der den Tieren extra in den Körper implantiert wird? Auf der Webseite der Internationalen Zentralen Tierregistrierung ist das Ganze beschrieben. Tiere können identifiziert, gefunden und verfolgt werden. Dafür wird ein aktives Tracking benutzt, mit Hilfe von GPS und Handytechnologien. RFID bedeutet Radio Frequency Identification. Das heißt, diese Chips senden Radiowellen aus und damit lassen sich Objekte und Lebewesen identifizieren und lokalisieren. Aber wenn sich so Tiere identifizieren und lokalisieren lassen und jedes Tier ja einem Menschen gehört, wird dann nicht automatisch auch der Standort von jedem Tierhalter ermittelt? Aber was sollte die EU denn mit diesen ganzen Standortdaten anfangen? Oder eher INZEN, der Geheimdienst der EU, den kaum jemand kennt? Ach, und was noch kaum jemand weiß, ist, dass sich über diese Radiowellen natürlich auch Audiosignale übertragen lassen, wie beim Radio eben. In der EU-Heimtierverordnung ist deswegen auch gar nicht von einem Chip die Rede, sondern von einem Transponder. Transponder ist ein Funkkommunikationsgerät, das eingehende Signale aufnimmt und automatisch weiterleitet. Könnte es also sein, dass man uns über die Mikrochips in den Tieren abhören kann? Aber warum sollte man so etwas Aufwendiges machen, wo doch heutzutage eigentlich jeder ein Handy in der Hosentasche hat? Naja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn man etwas sehr Vertrauliches besprechen möchte, würde man ja wahrscheinlich sein Handy ausschalten. Aber würde man auch seine Haustiere aus dem Raum schicken? Außerdem tragen ja gerade ältere Menschen nicht immer ein Handy mit sich herum. Deswegen habe ich einfach mal weiter recherchiert und, was soll ich sagen, Videos dazu, wie man RFID-Chips hacken kann, findet man sogar auf YouTube. Ich habe es mit echt viel Rechercheaufwand geschafft, einen Hacker zu finden, der das Ganze einfach mal mit meinem Hund und mir ausprobieren wird. Wie ihr euch denken könnt, möchte er nicht erkannt werden. Kann es sein, dass man über diesen RFID-Chip Audiosignal übertragen kann? Ja, auf jeden Fall. Und das wird auch auf jeden Fall gemacht, aber das Signal ist ziemlich schwer zu finden und abzufangen. Und warte, ich zeig dir das mal gerade. Kann aber einen kleinen Moment dauern. Okay, ich habe die Verbindung mal hergestellt. Willst du den Hund mal in einen anderen Raum packen? Am besten ist ja, wenn ich jetzt irgendwas noch abspiele, so tonmäßig, damit hier auch irgendwelche Audiosignale sind. Ich gehe einfach mal auf meinen YouTube-Kanal. Ich mache einfach mal hier irgendein YouTube-Video an. Ich leg das mal hier hin. Okay, so, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Oh, krass, oder? Wie du hörst, können wir jetzt alles hören, was dein Hund hört. Klar sind da jetzt noch so Störgeräusche drin, wie zum Beispiel Herzschlag oder so, ne? Aber das kannst du ja heutzutage alles rausfiltern. Und dann hörst du zum Beispiel alles, was zum Beispiel drüben im Raum jetzt gesagt wird. Keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie deine Freundin und der Hund drüben sind oder so, könntest du deine Freundin quasi abhören. Ja.
Ganz schön heftig, oder? Also ich fasse nochmal zusammen. Die EU beschließt ein Gesetz, laut dem alle Haustiere einen Chip implantiert bekommen müssen, der uns alle komplett überwachen kann. Im gleichen Jahr steigt die Anzahl der Haustiere extrem an. Hat die EU vielleicht ein Interesse daran, dass wir alle einen süßen Hund zu Hause haben? Wird vielleicht sogar explizit mit Influencern zusammengearbeitet, die uns ein schönes Leben mit Hund und Katze vorleben? Nein, was ihr gerade gesehen habt, ist komplett ausgedacht. Diese Chips können gar nichts, außer eine 15-stellige Nummer anzuzeigen. In diesem Video geht es eigentlich gar nicht um Haustiere, sondern um Verschwörungstheorien. Ich wollte mal in einem Selbstexperiment ausprobieren, wie schwer es ist, selbst eine Verschwörungstheorie zu entwickeln. Und wie ich dabei vorgegangen bin, das zeige ich euch jetzt. In letzter Zeit haben wir ja ziemlich viel über Verschwörungstheorien gesprochen. Corona ist eine Erfindung von Bill Gates, der uns alle zwangsimpfen will und so weiter. Ihr kennt ja diese Theorien. Wobei der Begriff der Verschwörungstheorie wissenschaftlich nicht ganz richtig ist. Theorien basieren eigentlich auf einer wissenschaftlichen, belegbaren Grundlage. Da dies bei Verschwörungstheorien oft nicht der Fall ist, wird eher von einer Verschwörungserzählung, einem Verschwörungsmythos oder einer Verschwörungsideologie gesprochen. Ich glaube, bei diesem Selbstexperiment muss ich echt besonders vorsichtig sein, weil ich will ja auch keine Verschwörungserzählung entwickeln, die irgendwie Schaden anrichten kann oder die sich von alleine weiter verbreitet. Deswegen muss ich irgendwie ein Thema finden, das möglichst banal ist, aber trotzdem sich glaubwürdig verkaufen lässt. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Insgesamt muss man, glaube ich, vorsichtig sein, weil die Verschwörungserzählung besser haften bleibt als die Korrektur. Selbst wenn du nachher sagst, das hat alles, stimmt alles nicht, gibt es eine Gefahr, dass das hängen bleibt. Und da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Bevor ich mir selbst eine Verschwörungserzählung ausdenke, will ich erstmal wissen, wie Verschwörungserzählungen aufgebaut sind. Dazu spreche ich mit Renate Puls. So eine Verschwörungserzählung ist immer ein Wir- und Die-Muster. Es gibt immer ein Die, von wegen eine geheime Macht, irgendeine Regierung oder irgendeine Geheimorganisation oder was auch immer. Die, die praktisch was im Geheimen Strippen ziehen, was Böses vorhaben, irgendwas ausspionieren wollen oder immer was machen, was praktisch der Rest nicht erfahren soll. Ne? Und dann gibt es ein Wir und das sind die, die praktisch ausspioniert werden oder betrogen werden oder um irgendwas Gerechtes gebracht werden und so weiter, ne? Die beherrscht werden. Also das ist praktisch das Grundmuster immer. Also es gibt immer eine böse Elite und wir als Normalbürger, denen Unrecht getan wird. Es gibt also irgendeine Bedrohung, kann man sagen. Ganz genau. Als erstes wird also ein erschütterndes Ereignis oder eine Bedrohung als Basis genutzt. Das kann sowas sein wie die Anschläge vom 11. September, die Corona-Pandemie oder Kondensstreifen am Himmel. Ich brauche also als allererstes eine Bedrohung. Am besten irgendwas, das uns alle betrifft. Und da fallen mir ehrlich gesagt schon ganz viele Möglichkeiten ein. Man könnte zum Beispiel nehmen, dass uns irgendwas ins Trinkwasser gemischt wird, um uns alle krank zu machen, um die Weltbevölkerung zu dezimieren. Oder vielleicht, dass in Filmen und Serien irgendwelche geheimen Botschaften versteckt sind, die uns manipulieren. Oder irgendwas mit Überwachung. Ich glaube, Überwachung funktioniert immer gut bei Verschwörungstheorien. Vielleicht kennt ihr ja das eine Video, in dem ein Mann seinen Personalausweis zerschneidet, weil er glaubt, dass der Chip darin ihn überwacht. Mein Hund hat zum Beispiel auch so einen Chip. Vielleicht ist das eine ganz gute Ausgangslage, weil so Technologien, wo man nicht so ganz genau weiß, was damit passiert, das verunsichert ja viele Leute. Warum glauben Menschen so gerne an Verschwörungen? Das ist ja ganz oft so, dass in der Gesellschaft davon ausgegangen wird, dass diese Menschen nicht in der Lage seien, Fakten zu verstehen. Und so hat tatsächlich auch die Forschung angefangen. Da ging es darum, sind die weniger intelligent, haben die mehr kognitive Verzerrung. In den letzten Jahren hat sich das Bild aber gewandelt und man guckt sich eigentlich eher an, was so die Funktionen des Verschwörungsglaubens sind, was die Motive dahinter sind. Und es zeigt sich, dass das durchaus A, eine Rolle spielen kann, um deine Lebenswelt zu strukturieren und einen gewissen Sinn zu geben. Man verliert die Arbeit, der Partner ist weg, man ist krank. Das sind Situationen, in denen man einen Kontrollverlust erlebt und die Verschwörung strukturiert die Welt und macht die oft handhabbarer. Also auch zum Beispiel eine Viruserkrankung ist unsichtbar, der Verschwörer ist greifbar. Darüber hinaus kannst du das aber auch über den Verschwörungsglauben selber überhöhen. Du fühlst dich als die Person, die scheinbar die Wahrheit kennt. Die anderen sind in dieser Logik ja immer quasi die Naiven, die Systemlinge oder eben gleich Teil der Verschwörung.
Das heißt, du kannst dich darüber auch nochmal aufwerten in einer Situation, in der du dich vielleicht gar nicht so gut fühlst eigentlich. Und was da sicher auch mit reinspielt, ist die Tatsache, dass es ja schon echte Verschwörungen gab. Vor mehr als 2000 Jahren schon verschwörte sich zum Beispiel eine Gruppe Senatoren gegen Gaius Julius Caesar und ermordeten ihn. Oder der Watergate-Skandal in den USA, bei dem 5 Männer in die Parteizentrale der Demokratischen Partei einbrachen. Sie installierten Abhörwanzen und fotografierten Dokumente. Und es kam raus, ihre Auftraggeber waren aus dem direkten Umfeld von Präsident Nixon. Eine Verschwörung in Regierungskreisen also. Wie unterscheiden sich echte Verschwörungen von diesen Verschwörungserzählungen? Natürlich gibt es reale Verschwörungen, die dann aber auch durch viel journalistische Arbeit, durch Fakten aufgedeckt wurden und selten durch Telegram-Kanäle und YouTube-Videos. Also da würde ich immer so ein bisschen vorsichtig sein bei dieser Argumentation. Es gab einen Mathematiker, der hat mal versucht, das zu formalisieren, wie lange es dauert, bis Verschwörungserzählungen ans Licht kommen würden, in Abhängigkeit auch der Anzahl der Menschen, die involviert sind. Natürlich, wenn wir uns jetzt, weiß ich nicht, die Anschläge vom 11. September anschauen, wenn das wirklich eine Verschwörung wäre, dann müssten da so viele Menschen involviert gewesen sein. Und zwar nicht nur die, die das wissen, sondern wahrscheinlich auch ihr Umfeld, ihre Partner. Das sind, werden ja so große Verschwörungen, die, glaube ich, moralisch so schwer zu verarbeiten wäre, fände ich es auch sehr wahrscheinlich, dass schon mal jemand ausgepackt hätte. Und das gibt es ja bis jetzt auch nicht. Dann werden Zweifel gesät. Welches Detail im Laufe des Ereignisses macht stutzig? Im Fall 9/11, wie konnte das Gebäude so schnell einstürzen? Sind da nicht Detonationen beim Einsturz an der Seite des Gebäudes zu sehen? Bei meiner Erzählung könnte man sich zum Beispiel fragen, warum werden denn diese Chips implantiert, anstatt die Tiere zu tätowieren, so wie das vorher der Fall war. Die Antwort ist eigentlich ziemlich simpel, weil Tätowieren ist für die Tiere viel unangenehmer. Die müssen zum Beispiel dafür extra betäubt werden. Das ist beim Chippen nicht der Fall. Außerdem kann diese Tätowierung im Laufe der Zeit verblassen und die kann sogar gefälscht werden. Das spricht also eigentlich alles eher fürs Chippen. Das sollte ich aber besser nicht erwähnen. Aber ich glaube, das reicht doch nicht ganz. Ich könnte noch behaupten, dass es eine Chippflicht für Hunde und Katzen gibt. Das stimmt so zwar nicht ganz, aber das lässt einen ja noch so ein bisschen mehr zweifeln. Oder? Wenn man gesetzlich gezwungen ist, seinem Haustier so einen Chip einzusetzen. Richtig ist eigentlich, dass das unterschiedlich je nach Bundesland ist. Also in manchen Bundesländern muss wirklich jeder Hund gechippt werden, in anderen zum Beispiel nur als gefährlich eingestufte Hunde, in anderen Bundesländern gar keiner. Und in der EU bezieht sich diese Chippflicht nur auf das Reisen mit Haustiere. Das heißt, wenn ihr mit eurem Haustier in ein anderes Land reisen wollt, dann müsst ihr es unter anderem chippen. Basierend auf den Zweifeln wird eine Verschwörung als mögliche Ursache aufgestellt. Zum Beispiel im Fall 9/11, die US-Regierung hat das Gebäude kontrolliert sprengen müssen, weil die Flugzeugeinschläge alleine das Gebäude nicht hätten zum Einsturz bringen können. Das Motiv der Regierung, durch die Inszenierung des Terroranschlags konnten sie den Angriff auf Afghanistan legitimieren. Zufall spielt kaum mehr eine Rolle. Alles ist irgendwie geplant und hängt zusammen. Das zeigt sich tatsächlich auch schon in Studien. Es gab eine Studie aus den Niederlanden, da mussten Personen abstrakte Gemälde bewerten. Also es war wirklich reines Chaos. Und die konnten zeigen, dass je stärker der Verschwörungsglaube, umso mehr haben Menschen gesagt, ah, da ist aber ein Muster in diesem Bild. Also man sieht viel stärker Muster, wo auch keine sind. Also bei mir ist die Verschwörung ja logisch. Die Chips werden natürlich dafür eingesetzt, die Bürger zu überwachen. Wieso auch sonst sollten Haustieren Chips implantiert werden? Seriöse, nachvollziehbare Quellen werden mit Tatsachenbehauptungen vermischt. Dadurch wirken die Tatsachenbehauptungen dann plausibler. Quellen werden danach ausgesucht, dass sie die eigene Theorie unterstützen. Quellen, die dem widersprechen, werden einfach ausgelassen. Also welche Rolle spielen wissenschaftliche Beweise in diesen Verschwörungserzählungen? Eine ganz große Rolle. So, aber ja, was ist wissenschaftlich, ne? Aber es ist eigentlich gar kein Zweifel an der Wissenschaft, sondern es wird so getan, als sei es wissenschaftlich, ja? Also es wird behauptet, weil ganz, ganz viele Menschen können das ja gar nicht nachvollziehen. Ist es jetzt wirklich eine Studie? Ist es einfach nur eine Behauptung über eine Studie oder und so weiter? Das können die meisten Menschen ja gar nicht wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das heißt, man kann sich im Prinzip irgendwelche Studien und vielleicht Zitate von Wissenschaftlern nehmen und die so ein bisschen aus dem Kontext reißen, um damit dann seine eigene These zu unterfüttern.
ganz genau. Okay, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und man könnte zum Beispiel behaupten, dass in jedem zweiten Haushalt Haustiere leben und damit dann so ein bisschen darauf abzielen, dass quasi die Hälfte der Menschen schon überwacht wird. Das stimmt zwar nicht ganz, weil unter Haustiere fallen natürlich weitaus mehr Tiere als Hunde und Katzen. Außerdem habe ich mir überlegt, könnte ich behaupten, dass diese RFID-Chips Radiowellen aussenden und sich dadurch dann Objekte oder Lebewesen identifizieren und lokalisieren lassen. Stimmt auch nicht ganz. Der Transponder ist inaktiv, das heißt, der sendet keinerlei Signale aus und empfängt auch keine Signale und hat auch keine Energiequelle, wodurch das irgendwie möglich wäre. Die Aktivierung erfolgt erst, wenn man ein Lesegerät an den Chip dranhält, also erst dann sendet der einen Impuls aus. Ich freue mich gerade ein bisschen, weil ich habe gerade eine Statistik gefunden und da sieht man, dass im Jahr 2011 es irgendwie so einen plötzlichen Anstieg gibt, dass es irgendwie mehr Leute gibt, die Hunde und Katzen sich anschaffen. Und ich habe eben gelesen, dass im Jahr 2011 so eine EU-Heimtierverordnung in Kraft gesetzt wurde, die sagt, dass wenn man ins Ausland reisen möchte mit seinem Hund oder seiner Katze, dann muss man die chippen. Und diese beiden Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, kann man ja einfach mal verknüpfen und dann kann man vielleicht sagen, okay, die EU möchte, dass mehr Leute Hunde und Katzen haben, weil sie uns halt über diese Chips abhören und überwachen. Man könnte ja irgendwie sagen, dass extra Werbung dafür gemacht wird, damit sich mehr Leute Hunde und Katzen kaufen. Ja, also das ist irgendwie interessant. Man kann auf jeden Fall irgendwelche Sachen nehmen, die nichts miteinander zu tun haben und die einfach mal zusammenbringen und dann wirkt das direkt so ein bisschen seltsam und man könnte da irgendwas dahinter vermuten. Wenn du keine Ahnung hast von einem Thema, glaubst du eher der Mehrheit. Für Leute mit einer ausgeprägten Verschwörungsmentalität dreht sich der Effekt aber um. Die glauben dem eher, wenn nur eine Minderheit sogar an die Verschwörungserzählung glaubt, weil das eine Funktion erfüllt, nicht weil die zu blöd sind. Das ist die einfachste Art auch zu provozieren, das ist die einfachste Art wahrgenommen zu werden, ne? So sagst du halt einfach, nur gibt's nicht. Aber genau diesen Aspekt, den habe ich bisher noch nicht so richtig verstanden. Wie kann das denn sein, dass man dann eher einer Minderheit glaubt oder irgendeinem Typen, der das auf seinem YouTube-Kanal erzählt und nicht dann den ganzen etablierten Medien oder Wissenschaftlern und Studien, die es dann gibt, die genau das Gegenteil besagen? Dann bist du nur einer von vielen. Jeder versucht ja durch irgendwas auch aus der Masse rauszustechen. Ne? Sei es, weiß nicht, ich mache meine Forschung, du machst einen YouTube-Kanal, irgendwas, was dir irgendein positives Selbstwert gibt. Aber für viele ist es halt eben dann nicht so leicht. Und die Verschwörungserzählung ist der leichteste Weg, aus der Masse rauszustechen, sich gut zu fühlen, das Gefühl zu haben. Das ist ja auch bei der Esoterik so, dass du über so eine Art Geheimwissen verfügst. Die anderen sind dann alle eher doof und du bist halt so der große Checker. Protagonisten einer Verschwörungserzählung gehören meistens zu einer mächtigen und korrupten Elite, zu der die Verfasser der Erzählung keinen direkten Kontakt haben. Das können Geheimbünde sein, wie die Illuminaten, aber auch die Regierung, Aliens oder die Juden. Was glaubst du, warum spielt gerade dieser Antisemitismus da immer wieder rein? Also das ist ja wirklich was, was man super oft liest, wenn man sich mit dem ganzen Thema beschäftigt. Der Verschwörungsglaube, wenn ich den so als Persönlichkeitseigenschaft mir auch anschaue, ist ein generalisiertes Misstrauen oder Vorurteile gegenüber all denen, die als mächtig wahrgenommen werden. Also das können Personen oder Gruppen sein, die tatsächlich mächtig sind. Teilweise ist es aber auch konstruiert und Juden werden in der Geschichte immer als mächtig dargestellt. Das zieht sich so durch. Und dadurch ist es eben so, dass sie zum Gegenstand von vielen Verschwörungserzählungen wurden und immer noch sind. Und dass du wirklich, wenn du dir die dahinterliegenden Mythen anschaust, dass es ganz oft um antisemitische Welterklärungsmodelle geht. Und ist doch klar, die man kennt als die immer die Bösen sind, die werden halt weiterhin immer zu den Bösen gemacht. So ist es einfach. Ja. Also... das ist ein Aufsatteln auf Bekanntes. Also in meinem Fall muss diese geheime Macht ja irgendwie die EU sein. Also die Regierung, die EU. Wobei es eigentlich noch zu langweilig ist. Ne? Also ich bräuchte eigentlich irgendwie noch so eine Geheimorganisation, die zur EU gehört, die dahinter stecken könnte. Also irgendwas, so ein Nachrichtendienst oder so. Ich bin fündig geworden und zwar gibt es InCEN. Das ist wohl ein Nachrichtendienst von der EU, der allerdings anscheinend keine besonderen Befugnisse hat. Also zumindest steht hier, dass er irgendwie nicht spionieren würde. Den gibt es allerdings
erst seit 2012 und nach meiner Theorie geht das Ganze ja schon 2011 los. Aber wenn ich das nicht erwähne, dann weiß das auch keiner und dann spielt das auch keine Rolle. Ich habe ehrlich gesagt noch nie davon gehört. Das heißt, die meisten Zuschauer ja wahrscheinlich auch nicht. Nice. Also ich habe das Gefühl, das Puzzle der Verschwörung, das setzt sich so langsam zusammen und immer mehr ergibt Sinn von dem, was ich mir hier ausdenke. Offene Fragen werden gestellt, die dazu anregen, daraus eine Tatsache zu schließen. Naja, ganz oft stellen die Fragen, die im Prinzip so eine Antwort nahelegen. Ne? Wie kann das sein, dass... Also sie stellen dann Zusammenhänge her, wenn ganz komische Fragen und die werden halt gestreut. Ich könnte zum Beispiel fragen, warum sollten denn Haustieren Mikrochips unter die Haut geschoben werden? Oder könnte es also sein, dass die Mikrochips in den Tieren uns überwachen oder uns abhören? Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Nein, kann es nicht. Fotos und Videos, aber auch Zitate werden aus dem Zusammenhang gerissen. Zum Beispiel sieht man auf vielen Fotos der Mondlandung im Hintergrund keine Sterne, alles ist komplett schwarz. Das lässt sich dadurch erklären, dass es auf dem Mond sehr hell ist und durch die angepasste Belichtungszeit der Kamera dann die Sterne einfach nicht mehr zu sehen sind. Okay, das klingt jetzt alles schon ganz gut, aber ich will noch einen Schritt weitergehen. Ich habe es mit echt viel Rechercheaufwand geschafft, einen Hacker zu finden. Wie ihr euch denken könnt, möchte er nicht erkannt werden. Es handelt sich dabei nämlich um den Dan und der kann, glaube ich, gar nicht hacken, sondern ist einfach so ein Typ, dem wir sagen, dass er einen Hacker spielen soll. Das heißt, wir faken das Ganze. Also du bist Hacker. Ich bin Hacker. Also noch nicht. Wir versuchen jetzt aus diesem ganz normalen Büro hier ein kleines Hackerzimmer zu machen. Gib jetzt einfach mal Hacker ein oder sowas. Oh, ja, perfekt. Genau, das ist einfach... Das. Abgefahrene Scheiße. Das sieht echt aus. Zumindest so, wie man es aus Filmen kennt. Oder das ein echter Hacker sieht, dass ich bestimmt so, oh, was für ein Nerd, oder so ein Noob. Aber ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, der checkt halt sofort, dass das alles komplett falsch ist. Ja. Aber auch bei der kompletten Theorie. Damit wir eher wirklich das hören wollen, was der Hund hört, habe ich mir gedacht, klemmen wir einfach so ein Funkmikrofon, so eine Funke an das Halsband. So, Henning. Und jetzt hören wir ungefähr das, was du hörst. Vor allem das Halsband, glaube ich. Ja, und so leicht ist der eigene Beweis erstellt. Okay, wie ihr seht, kann man wirklich alles faken. Und selbst wenn das eine professionell aussehende Produktion ist, muss das nicht ganz stimmen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall immer, nochmal gegenzuchecken und nachzurecherchieren und sich andere Quellen anzugucken. Was sind die Gefahren, die durch Verschwörungstheorien entstehen? Erstmal ist es so, dass wir... Wenn wir uns die abstrakte Verschwörungsmentalität angucken, also dass wirklich in der gesamten Gesellschaft der abstrakte Glaube an Verschwörungen nicht bei hochideologisierten Gruppen, dann siehst du schon, dass das Menschen sind, die sich stärker aus der Demokratie zurückziehen, die wir nicht mehr wählen gehen und stattdessen eher bereit sind, sich gewalttätigen Alternativen zuzuwenden. Also in unseren Studien haben wir wirklich auch so Sachen abgefragt wie Attacken auf Personen, Brandanschläge durchführen, solche Dinge. Und man sieht es ja auch immer wieder, dass beispielsweise Leute jetzt gerade losziehen und dann 5G-Masken zerstören, weil sie denken, dass eben die für Corona verantwortlich seien. Und das ist was, was dem Verschwörungsglauben inhärent ist, dass der gezielt von extremistischen Gruppen genutzt wird zur politischen Mobilisierung. Also wenn man sich wirklich in diese Welt jetzt mal begibt, wenn man wirklich glaubt, die Regierung versprüht Gift, das ist ja wirklich, das ist einfach nur absolut böse. Und in dem Moment, wo man das absolut böse hat, kann man sich selber auch als das absolut Gute erhöhen. Und auf einmal ist alles, was man tut, gerechtfertigt, scheinbar und legitim. Genau das sind ja eben die Konsequenzen, die man zum Beispiel in Halle gesehen hat. Der Attentäter ist davon ausgegangen, dass es einen großen Austausch geben würde, dass der durch Juden organisiert werden würde. Und das hat dann dazu geführt, dass er am höchsten jüdischen Feiertag zu einer Synagoge gegangen ist, mit dem Ziel, so viele Juden wie möglich zu töten. Also da muss man schon einfach sich klar machen, dass man dieses Thema nicht unterschätzen und nicht nur belächeln darf. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man eben hier nicht sagt, die sind ja alle irre und das so aus einem politischen Kontext hebt, sondern sich wirklich anschaut, was ist denn eigentlich das Potenzial und wo sind hier die Gefahren. Und eine andere Gefahr ist, einfach nicht mehr differenziert aufs Leben zu gucken. Ja, also wenn es dann um die PolitikerInnen geht oder um irgendwelche ganz Mächtigen und so weiter, darüber praktisch auch zu fordern, Demokratie abzuschaffen und so weiter. Ja, nur wenn man halt nicht alles versteht oder auch nicht richtig findet, ne?
ziehen viele halt dann den Schluss noch daraus zu sagen, ja, Demokratie ist einfach Mist. Und das finde ich halt auch eine wahnsinnig große Gefahr. Das heißt, auch wenn eine Demokratie vom Wettkampf um Meinungen lebt, funktioniert das Ganze nur, wenn diese Meinungen auch auf Fakten begründet sind. Wenn Meinungen nur auf vermeintlich unwiderlegbarem, geheimen Verschwörungsdenken basieren, dann leidet darunter auch die Demokratie. Rund um das Thema Demokratie hat übrigens die Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit dem Komiker Abdel Karim eine informative und lustige Videoreihe produziert, die sich unter anderem auch mit der Frage beschäftigt, ob man unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit wirklich alles sagen darf. Die komplette Videoreihe, aber auch das Video, das sich um das Thema Meinungsfreiheit dreht, habe ich euch in der Videobeschreibung und in der Endcard verlinkt. Schaut da gerne mal rein und wenn ihr unter diesem Video mit dem Hashtag TomatoLeaks kommentiert, können wir da auch nochmal gemeinsam über dieses wichtige Thema diskutieren. Was kann man denn jetzt gegen diese Verschwörungserzählungen tun? Also was für Handlungsmöglichkeiten hat man da? Es kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich auf die Ebene. Also im Social Media, ich glaube, man muss von der Idee wegkommen, dass man jetzt eine Person überzeugen kann, weil man mal immer einen Link gepostet hat. Die wird dann wahrscheinlich nicht sagen, ach, ich kehre das ja doch rund, hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet. Trotzdem finde ich es nicht falsch, wenn man versucht, das einzuordnen und vor allem bei menschenfeindlichen Inhalten Gegenrede zu leisten, weil es ja auch noch die anderen gibt, die mitlesen, die vielleicht jetzt gar nicht so überzeugt sind und das dann besser verstehen. Im privaten Umfeld hat man nochmal eine andere Handhabung. Das heißt, man kann ja viel stärker auch fragen, was sind die Funktionen des Verschwörungsglaubens? Gab es da vielleicht eine private Krise und die Person versucht irgendwie damit umzugehen und dass man eher über diese Ebene geht. Ich würde insgesamt eher davon abraten, dass man sich in so Klein-Klein-Diskussionen verheddert, weil man da auch selber irgendwann nicht mehr weiter weiß. Also wenn jemand ankommt und dir erzählt, so ja, das kann nicht sein am 11. September, weil Stahl schmilzt bei der und der Temperatur. Ich glaube, die wenigsten können das wirklich einordnen und wissen, wann Stahl schmilzt oder was jetzt mit der in Architektur war. Und selbst wenn man das wüsste, würde es ganz schnell dazu führen, dass vom Thema zu Thema gesprungen wird oder man sogar beleidigt wird als Teil der Verschwörung. Also das funktioniert tatsächlich nicht gut. Und wenn es ganz schlimm kommt, gibt es auch Beratungsstellen, weil man muss sich schon klar machen, dass das wirklich auch bei Familien dazu führt, dass die auseinanderbrechen oder Freundschaften zerbrechen, weil das wirklich für die Angehörigen Leidensdruck bedeutet, wenn der eigene Partner plötzlich sich komplett in diese Welt begeben hat und es keine Möglichkeit des Gesprächs mehr gibt. Okay, ich bin fertig mit der Entwicklung meiner Verschwörungserzählung und ich muss sagen, es ist ein bisschen gruselig, wie gut das funktioniert hat und ich bin jetzt echt richtig gespannt, ob man mir das Ganze abkauft. Wie ist das denn bei euch? Ihr habt das Ganze ja am Anfang des Videos gesehen. Habt ihr das geglaubt oder habt ihr euch gedacht, der Felix spinnt jetzt komplett? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. So, wie einfach ist das, selbst eine Verschwörungstheorie zu entwickeln? Ich muss sagen, mir ist das erstaunlich leicht gefallen. Also ich habe ja ein sehr banales und unlogisches Thema ausgewählt, aber es trotzdem geschafft, Zusammenhänge herzustellen, wo eigentlich keine sind und so eine in sich plausible Erzählung zu konstruieren. Aber mit ein paar Minuten recherchieren würde diese Erzählung in sich zusammenfallen. Deswegen glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht. Ist, glaube ich, immer ein ganz guter Tipp. Auch bei mir oder anderen Medien können sich Fehler einschleichen und es wird etwas behauptet, das so nicht stimmt. Darum benutzt immer mehrere glaubwürdige Quellen. Es ist ja nicht falsch, grundsätzlich misstrauisch zu sein, aber das sollte dann auch gegenüber Verschwörungserzählungen gelten. Vielen Dank an die Bundeszentrale für politische Bildung, die mich bei diesem Video unterstützt hat. Hier geht's zur Videoreihe Abdelkratie. Wenn ihr das Interview mit Pia Lamberti in voller Länge sehen wollt, dann könnt ihr Kanalmitglied werden. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!